Einen politischen Journalisten, der interessiert auch nicht, ob er glaubt, was nachher von wem auch immer gehört oder gegen ihn verwendet wird. Ich finde es absurd. Ich bin ein Journalist, der sich auch mit politischen Themen beschäftigt. Okay, das habe ich immer schon getan, mit den unterschiedlichsten Themen. Und dass ich mich in letzter Zeit verstärkt mit Israel auseinandersetze, ja, und hat unter anderem damit zu tun, dass Hendrik Imbroda mich angegriffen hat. Unter anderem. Denn wenn ich so beschossen werde, dann ist das für mich, ich bin halt praktisch eine Art Bluthund, ja, als Journalist dann quasi, dann sage ich, wenn man mich so stark davon abhalten möchte, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann wird dieses Thema erst recht interessant. Weil ich lasse mir von niemandem von außen sagen, zu welchen Themen ich etwas machen kann und zu welchen Themen ich nichts machen kann. Ich meine, ich habe auch etwas über Geldpolitik gemacht, ich habe auch etwas zu 9-11 gemacht, ich habe etwas zu Uranmunition gemacht, ich habe zu allen möglichen Themen habe ich Dinge getan. Aber ich bin nie so massiv beschossen worden, wie als ich gesagt habe, als ich mich zum Thema Israel und Nahostpolitik und US-amerikanischer Politik geäußert habe. Was mir so ein bisschen, sag ich mal, was ich wundert ist, angenommen, ich wäre ein Spinner. Ja, nehmen wir das mal an, ich bin Spinner. Dann wäre es doch ein leichtes für diese wissenden Menschen da draußen, ganz souverän den Mann einfach zu ignorieren. Wenn ich aber auf so jemanden dermaßen das Feuer eröffne, wie es die Springerpresse und die Schergen der Springerpresse ja reichlich getan haben, und wie sie alle mit, was ist denn an dem, was ich sage, dann vielleicht sogar wahr? Ich meine, so einen Idioten wie mich aus ihrer Sicht ignoriert man doch am besten. Ich reagiere doch auch nicht auf jeden, der in der DVU irgendwas von sich gibt. Warum denn? Das ist absurd, ja? Wenn man aber auf das, was ich sage, so reagiert, dann sage ich mal, getroffene Hunde bellen. Ich kann nichts für die israelische Regierung, ich kann auch nichts für die Politik, die Israel macht. Aber wenn die Politik mir nicht gefällt, habe ich das Recht, das zu sagen. Und als Journalist, der sich damit befasst, muss ich sogar sagen, was ich dort sehe. Aber ich darf immer nur das sagen, was irgendwelchen Menschen in den Kram passt. Dann bin ich embedded. Das ist Propaganda. Dann bin ich einfach ein Reporter, der fürs Militär arbeitet und Propaganda macht. Ich bin aber nicht darüber Propaganda. Wenn ich sehe, was israelische Besatzungspolitik ist, wie viel das einfach mal mit der Genfer Konvention, wie das zusammengeht, dann muss ich das anprangern. Das würde ich in jedem anderen Land doch auch tun. Und das ist, was mich bei der Sache stört. Ich kann nicht in andere Länder gehen und sagen, da wird gefoltert, da wird gehängt, da gibt es keine Pressefreiheit, da wird Menschenrecht mit Füßen getreten und auf israelisch-palästinensischem Gebiet ist das in jedem Tag der Fall. Aber das ist was anderes. Nein. Das Menschenrecht und die Genfer Konvention ist nicht verhandelbar. Fuck! Und das interessiert mich nicht, welches Land das macht. Nur wenn ein Land das macht, dann prangere ich das an, bis das Land damit aufhört. Das mache ich auch in Saudi-Arabien. Ich habe Probleme damit, dass ständig gegen Religionen, Weltreligionen und Länder gehetzt wird. Und ich werde ständig gebürstet, ich möge doch für Krieg sein. Und ich bin gegen Krieg. Und wenn irgendjemand sagt, in diesem Fall ist es eine Ausnahme, da dürfen wir das schon machen, bin ich dagegen. Wir erleben doch im Moment in Israel, haben wir es doch, dass israelische Jugendliche, Araber, also Palästinenser, fast zu Tode prügeln. Das ist einfach Rassismus. Und wenn ich das jetzt äußere, bin ich jetzt gegen Israel. Es ist Rassismus, okay? Und ich muss diesen Rassismus benennen, egal wo er vorkommt. Ich kann ihn benennen, in jedem anderen Land darf ich ihn benennen. Aber wenn ich ihn benenne, wenn er in Israel stattfindet, dann bin ich sofort Antisemit. Es langweilt mich. Wir messen ständig mit zweierlei Maß. Wir werfen den Iranern vor, dass sie ein amerikanisches Flugzeug über ihrem eigenen Gelände abgeschossen haben. Kann sich jemand vorstellen, was passieren würde, wenn Iraner Flugzeuge über Florida fliegen lassen würden und wenn die Amerikaner dann iranische Flugzeuge runter würden sagen, dann sagen die Iraner, hey, geht unser Flugzeug raus. Was ist denn das alles? Was soll das denn sein? Was ist denn heute noch NATO-Politik? Ist das Friedenspolitik? Ist das Angriffspolitik? Und der entscheidende Punkt ist, ich muss das nicht endgültig wissen, aber wenn ich das hinterfrage, wenn ich Zweifel habe an dem, was dort passiert, dann mache ich mich verdächtig. Ich mache mich als Journalist heute verdächtig, wenn ich Zweifel habe. Dabei ist Zweifel die Grundausstattung eines Journalisten. Zweifel und Mumm zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, das ist nicht das, für was wir eigentlich stehen. Aber bist du auf deren Seite? Wenn nicht für uns, ist es gegen uns. So ist das heute alles. Und ich schließe mich dem nicht an. Was kann ich dafür, dass die meisten Leute inzwischen so embedded sind, ja, wie das unter Nazi-Deutschland war? Ich erwarte von meinen Kollegen und von den Menschen da draußen nur eins. Sie mögen doch mal einen Schritt zurück machen und gucken, ob sie vielleicht schon so embedded sind, dass sie sich ständig einer Meinung anschließen, die gar nicht von ihnen stammt, die sie übernommen haben. Sie sollen doch meine Standpunkte einfach mal überprüfen und sagen, vielleicht stimmt das, was der Typ sagt. Und das behaupte ich. Ich sage das, was ich sage, das stimmt. Ich sage nicht, dass mir das gefällt. Ich sage, das stimmt. Ich kann doch auch nicht sagen, wenn ich eine Untersuchung mache in Polizeikreisen und stelle fest, dass da Korruption stattfindet, das gefällt mir nicht, also ist das eine Lüge. Wir behaupten einfach, dass die Untersuchenden Lügner sind, weil uns das nicht gefällt, was sie rausgefunden haben. Das liegt hier vor. Wenn euch das nicht gefällt, was ich schreibe, weil es stimmt, dann lest es einfach nicht, dann hört es einfach nicht, dann macht euch die Welt, wie sie euch gefällt, dann macht Pippi Langstrumpf. Aber lasst doch mich in Frieden, das ist doch Quatsch.
Die haben die Pressefreiheit, okay? Und Pressefreiheit bedeutet im Kern, dass selbst der blödeste Satz, die dämlichste Meinung geäußert werden darf, das bedeutet Pressefreiheit. Denn, das habe ich so gelernt, in der Demokratie setzt sich ja die bessere Idee durch. Wenn also jemand wie ich scheinbar nur Müll schwafelt, lass ihn doch reden. Aber wenn du ihm dauernd vorwurfst, was er alles falsch macht, dann komm mit sachlichen Argumenten und sag, hier und da stimmt es nicht, was du sagst, weil du behauptest das, das, das und das ist nicht richtig. Hier sind die Gegenbeweise. Wenn das alles bloß Bullshit ist, ey Mann, dann macht euch einen netten Tag und geht skaten. Aber wenn es stimmt, dass der Iran-Krieg beschlossen ist, wie ich das behauptet habe, das ist also nur eine Frage der Zeit, ist, wann wir den anfangen, wie stehe ich denn dann dazu? Wie stehe ich dazu, wenn die Türkei Syrien angreift und ich dann im Bündnisfall mit dabei bin? Wie stehen wir dazu? Wie finde ich es, dass auf öffentlich-rechtlichen Sendern inzwischen im Stundenmodus Werbung für die Bundeswehr gemacht wird, wo Leute dann sagen, ich tue hier meinen Dienst, wir tragen nicht alle Uniformen. Wie stehe ich dazu? Ich habe ein Problem damit, wenn wir in irgendwelchen Ländern einreiten und auf Menschen schießen, die ich nicht kenne. Was ist denn daran falsch, Mann? Was ist daran falsch? Das stört mich als Vater, okay? Das stört mich als Vater. Weil ich möchte meinen Kindern nicht sagen, ich habe das alles gewusst. Ich hatte auch große Zweifel, aber bezüglich meiner Karriere habe ich lieber nichts gesagt, um meine Doppelhaushälfte zu bezahlen. Das mache ich nicht. Das habe ich aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt. Und bevor ich Journalist war, habe ich ganz andere Dinge getan. Ich war übrigens in Israel, weil ich mich immer für totalitäre Systeme interessiert habe und habe mit Leuten gesprochen, die Auschwitz und Co. überlebt haben mit der Nummer. Ich wollte nämlich wissen, wie das angefangen hat. Wie hat es angefangen, dass Leute geschwiegen haben? Das war eine Schraube, die ganz langsam immer stärker angedreht wurde, wo Menschen radikalisiert wurden und auf andere Menschen gezeigt wurde. Und dann wurden die immer mehr zu Sachen und dann wurden die ungeziefer und dann konnte man die fertig machen. Und ich beobachte das seit geraumer Zeit, seit sehr vielen Jahren, passiert das mit dem Islam. Also die zweitgrößte Weltreligion, und ich bin übrigens gar kein Moslem, ja? Die zweitgrößte Weltreligion wird in den Schmutz gezerrt nach dem Motto, auf die darfst du einschlagen. Und da bin ich dagegen. Das ist das Gegenteil von Frieden und das ist auch bestimmt nicht eine Welt, in der ich leben möchte. Das ist nicht in Ordnung. Und Krieg und Leute zu diffamieren ist kein Mittel des 21. Jahrhunderts. Das habe ich von meinen Großeltern gelernt. Das habe ich von Leuten in Israel gelernt. Und das gebe ich nur weiter. Und wenn die, die damals dabei waren, sich heute nicht mehr erinnern können, was sie erlebt haben, denken, das kann ich jetzt mit anderen auch machen, dann ist das falsch. Denn wenn man selber mal ein Opfer war, heißt es noch lange nicht, dass man kein Täter sein könnte. Das ist alles, was ich sagen möchte, okay? Und zwar in meiner Eigenschaft als Journalist, aber auch wenn ich kein Journalist wäre, hätte ich Probleme damit und würde auf der Straße dazwischen gehen, wenn irgendjemand zusammengeschlagen wird. Das ist nämlich Zivilcourage. Darum geht es. Und Zivilcourage ist ein mangelndes Gut heutzutage in Deutschland. Oder will das irgendjemand bestreiten? Wenn irgendwo in der Stadt jemand zusammengeschlagen wird, was macht denn auch der Bildungsbürger? Er zückt sein Handy, filmt es und stellt ins Netz. Das sind doch die Punkte. Wer ruft denn bei einer Zeitung an und sagt, Entschuldigung, das ist aber jetzt eine Hetze. Das ist gehetzt gegen Asylbewerber. Das ist eine Hetze gegen Zentralafrikaner. Das ist eine Hetze gegen Stadtteil. Das ist Hetze gegen Menschen mit Migrationshintergrund, was immer das ist. Ich habe große Probleme mit diesen ganzen aus Thinktanks stammenden Begriffen, die besetzt sind mit etwas, was das aber gar nicht mehr ist. Was ist denn heute Hetzpropaganda? Was ist denn heute bitteschön noch rechts? Die CDU ist für die Homo-Ehe, das ist rechts. Ja, und was ich, die SPD ist doch keine Arbeiterpartei mehr. Was ist denn heute noch rechts? Das gibt es doch alles gar nicht mehr. Rechts, was soll das noch sein? Was soll das sein? Ich habe da große Probleme. Ich bringe oft das Beispiel, wenn Sie heute in eine Talkshow gehen, ja, ist eh nur alles Quatsch, und nehmen sich die verschiedenen Protagonisten, alle Parteien sind da, zu irgendeinem Thema, und dann darf jeder ein paar Sätze dazu sagen. Sie gehen mit diesen Sätzen auf die Straße und fragen irgendjemanden auf der Straße, irgendjemanden, das sind die Sätze, das waren die Personen, die dazu da waren, wer hat was gesagt? Sie können das doch nicht mehr zuordnen. Jeder Satz kann von jedem gesagt worden sein. Das ist ein Satz, der könnte von Gabriel, von Künast, von Bubereit, von jedem, von den Piraten, jeder könnte den gesagt haben. Es ist alles beliebig und austauschbar. Es gibt dieses Rechts und Links nicht mehr. Und wenn man Leute aus dem rausschießen will, sagt man immer, die sind rechts, die sind ultralinks, das sind Antideutsche, das sind Kommunisten. Was soll das denn alles noch sein? Was ist denn das noch? Das gibt es doch alles gar nicht mehr. Und wenn Sie sich zu irgendeinem Thema mit drei Leuten, die Profis sind auf diesem Gebiet, beschäftigen, sind die sich nicht einig. Was ist ein Islamist? Was ist ein Fundamentalist? Was ist ein Mujahedin? Was ist gläubig? Was ist ein Christ? Was ist orthodox? Was ist deutsch? Was ist konservativ? Was ist denn links? Wer kann das noch sagen? Es sind nur noch irgendwelche Worthülsen, die man sich gegenseitig an den Kopf schmeißt. Und deswegen, ich kann das ja nicht mehr ernst nehmen. Gucken Sie sich doch mal heute die Politik an, wer da alles drin sitzt, wer welches Amt bekleidet und wer was machen möchte. Gucken Sie sich an, was am Flughafen läuft. Es sind alles Dilettanten. Es sind Dilettanten. Gucken Sie sich an, was in der Zeit steht. Die Zeit hetzt gegen Julian Assange. Ja, das ist rechts. Die hetzt gegen Julian Assange.
Die schreibt praktisch dasselbe, was die Bild-Zeitung schreibt. Nur mit anderen Worten. Sind die nicht links? Pressefreiheit bedeutet, dass ich über alles mit allen rede. Auch mit Leuten, wo ich sage, die sind total merkwürdig. Ich muss mit ihnen reden. Ich muss mich mit denen auseinandersetzen. Das ist Pressefreiheit. Pressefreiheit heißt nicht, dass ich mich nur mit Leuten auseinandersetze, die meiner Meinung sind. Das ist nicht Pressefreiheit. Parlamentarismus bedeutet, dass man sich mit Leuten in einem Haus trifft, wo man sagt, also die haben einen Schatten, aber ich muss mit ihnen reden. Man redet auch mit den Piraten, obwohl viele sagen, die haben Schatten. Ich bin in der Piratenpartei, um zu recherchieren. Das ist das Erste, was ich mache. Ich recherchiere in Sachen Piratenpartei. Da gibt es ein paar Dinge, die mich wirklich interessieren. Ich finde es interessant, wie die Piraten untereinander und miteinander umgehen. Und es ist auch sehr interessant für eine Partei, die dauernd vorgibt, wie transparent sie ist, wenn sie dann einen Mitglied der Piraten unter Druck setzt, dass wenn der mit jemand anders redet, den man als Block oder so geächtet sehen möchte, dass man dann, wenn der mit ihm redet, auch nicht mehr redet. Was ist denn das? Also wir sehen es ja jetzt gerade bei dem Kollegen, der jetzt quasi hier in Sachen Syrien das neue diplomatische Korps führt. Der hat ja auch gesagt, er schließt es nicht aus, mit jedem zu reden. Da wurde ihm sofort von Amerika signalisiert, er könne schon mit jedem reden, aber eben doch nicht mit den Leuten von Assad. Wozu brauche ich denn dann überhaupt Diplomatie? Das verstehe ich nicht. Diplomatie bedeutet, dass ich mit jedem rede, auch wenn es die letzte Arschgeige ist, sorry. Ich muss mit ihm reden, das ist Diplomatie. Mit Leuten zu reden, wo ich sage, eigentlich, aber Diplomatie bedeutet, wir müssen uns auseinandersetzen. Wenn man jetzt in den Piraten, wo man ja so anders ist, sagt, wenn du mit dem redest, dann reden wir mit dir nicht mehr. Was ist das denn für ein Laden? Das ist doch dann eigentlich so wie die anderen auch. Ich bin nicht enttäuscht, vielleicht sind das nur Kinderkrankheiten bei den Piraten. Wenn sich das mal ändern sollte, komme ich mal vielleicht zu irgendeiner Sitzung und stelle einfach mal ein paar Fragen. Frage 1 wäre zum Beispiel, weil man ja so viel über Syrien weiß, wer von den Piraten war denn schon mal in Syrien? Und wie lange denn dann? Wer kennt denn wirklich jemanden? Wer spricht denn überhaupt die Sprache von dort? War denn schon mal vor dem Konflikt in Syrien? Wer denn? Ich meine, ein Kollege wie Hörstel, mit dem darf man ja auch nicht reden. Ja, ich habe gelesen von einem Piraten, dass der Hörstel ja Schwachkopf sei, weil er das und das sagt. Ich kann nur eins sagen, Hörstel ist ein hochgeschätzter Kollege aus der ARD, der 2500 Einwanderer gemacht hat aus diesen Regionen. Der spricht die Sprachen der Leute, der kennt die unterschiedlichen Stämme. Ja, und diesen, da hat man aber einen YouTube-Linker und so ist dieser Mann. Das heißt, jemand kann 20 Jahre für die ARD sein, hochrenommiert, dann wird er rausgeschmissen aus ganz anderen Gründen, weil er auch zu viel gesagt hat. Und dann kommt irgendeiner von den Piraten, findet bei YouTube sagt was und sagt, so ist der. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Das ist ein gigantischer Stammtisch. Die Leute haben irgendwas falsch verstanden. Nicht alles, was im Internet drinsteht, stimmt. Und du kannst zu einem Menschen auch nicht sagen, ich kenne den, weil ich habe einen YouTube-Link. Das ist doch alles Quatsch. Man kann das doch nicht ernst nehmen.